Guten Morgen! Was ist der Lebensstil inklusive der Ernährung, der das Maximum an Gesundheit und Vitalität verspricht? Diese Frage ist die Frage, die sich viele und ich auch stellen und entsprechend intensiv oder weniger intensiv, je nach persönlicher Vorliebe, daran forschen. Aber anstatt sich einfach hunderte verschiedene Meinungen zum Thema anzuhören und diese dann zu überprüfen, also genau diese Meinung, so wie es der normale Mensch heutzutage macht, ich mache diese oder diese Ernährungsform und überprüfe, funktioniert es nicht, habe ich schon immer die Meinung vertreten, dass es zwar wichtig ist, andere Meinungen und Forschungsergebnisse zur Kenntnis zu nehmen, egal aus welchem Bereich, aber auch, dass in erster Instanz man eine eigene Definition findet, eine eigene Basis, wie man in der Suche nach der bestmöglichsten Gesundheit vorgeht. Eine Basis. Denn oftmals sind die Grundlagen gerade der verschiedenen Ernährungsideologien komplett andere und man betrachtet die Dinge nur sehr einseitig. Entweder vom Lifestyle Aspekt wie Freely und Dorian Ryder oder vom wissenschaftlichen Aspekt wie der Dr. Greger oder vom spirituellen Aspekt wie einige Rohköstler zum Beispiel und. Und auch werden oft entsprechend nur einzelne Aspekte betrachtet oder überpriorisiert, wie eben die Ernährung oft verbunden mit dem Abnehmen, das Aussehen oder die Leistungsfähigkeit oder die Prävention von Krankheiten, alles wichtige Sachen, aber einzeln betrachtet. Und wenn ich eins gelernt habe im Leben und teilweise teuer für diese Erkenntnis bezahlt habe, dann ist es, dass es immer die gute Mitte ist. Also das Maximum, wenn man das Maximum rausholen will, liegt das immer in der Mitte. Und das tut sich zwar paradox anfühlen, das Maximum rauszuholen mit der Mitte, aber nur deshalb, weil wir immer denken, höher, besser, weiter. Das ist das, was wir gelernt haben. Und ja, nicht die Suche nach Einheitlichkeit, Natürlichkeit oder Ausgeglichenheit. Das ist viel zu unspektakulär. Daher möchte ich Euch heute animieren, über Eure Definition einer natürlichen Gesundheit und das Streben danach noch einmal nachzudenken und Euch auch meine vorstellen. Denn es ist wichtig, dass Ihr eine Definition habt. Denn wenn Ihr keine Definition, also keine Grundlage, keine Basis habt, auf der Ihr agiert, dann verliert Ihr Euch in Einzelheiten und werdet nie im Leben ankommen, weil Ihr nur hin und her geschleudert werdet, ohne dass diese auf Euch endlos einprasselnden Informationen auch solide verarbeitet werden können. Ihr werdet begeistert aufschreien, mitmachen und dann feststellen, dass an anderer Stelle, was Ihr persönlich auch für wichtig haltet, Defizite auftreten. Dann fokussiert Ihr auf diese Defizite und seid begeistert und macht wieder und das Spiel beginnt von vorne und irgendwann kommt Ihr dann ja, zu der absolut dümmsten Aussage, die man überhaupt treffen kann. Ich verwende den Begriff wirklich sehr, sehr selten, weil er extrem wertend ist. Aber diese Aussage ist an Dummheit schwer zu überbieten. Alle sagen was anderes. Ich habe schon alles probiert, aber nichts funktioniert. Ja, nichts funktioniert, weil man intuitiv spürt, dass da ein Maximum an potenzieller Gesundheit existiert, was man nicht erreicht, obwohl man jede Theorie eines irgendwelchen anderen irgendeines Menschen aufgenommen hat und durchexerziert hat. Aber wenn andere bestimmte Dinge aus ihrer Definition besonders herausstellen, heißt das nicht, dass sie bewusst oder unbewusst nicht auch ihre Mitte gefunden haben, die für sie funktioniert, aber nur nicht in Gänze wiedergeben können oder aus Marketing-Sicht wiedergeben wollen, wie es zum Beispiel bei Freely der Fall ist. Daher muss man seine eigene Definition finden, die breit aufgestellt ist, die bereit ist, die vielen Ernährungstheorien, die existieren, von außen aufzunehmen und diese wirklich zu verarbeiten, sich die Sachen rauszunehmen, aber in ein Gesamtsystem einzuordnen, in einer Basis, die immer gleich bleibt, ohne nach einem Try-and-Error-Prinzip diese einfach nur komplett losgelöst zu verifizieren oder zu falsifizieren. Entsprechend möchte ich Euch heute mal meine Definition, meine Basis mitteilen, von der Ihr wiederum lernen könnt und seht, wie so eine grundsätzliche Basis überhaupt aussehen könnte. Aber ihr müsst sie nicht übernehmen, ne? Aber das ist, was eine Basis ist. Für mich ist das die Suche nach einer natürlichen Lebensweise.
und diese beinhaltet die Zustände, wovon das Leben und im engeren Sinne die Gesundheit abhängt. Was bedeutet, wie Gesundheit aufgebaut und wie sie erhalten bzw. repariert wird, wenn sie durch endogene oder exogene Faktoren verletzt wird. Dabei sind ausschließlich die Dinge zu betrachten, die das grundsätzliche Element des Lebens darstellen. In anderen Worten, die eine natürliche Beziehung zum Leben haben. Wie die Nahrung, welche für uns natürlich vorgesehen ist, für die wir konzipiert sind, oder ausreichend Nährstoffe, Wasser, genug Sonnenschein, Ruhepausen, Schlaf, Entspannung, ausreichend Bewegung, Spiel und Spaß, intensive Sexualität, eine angenehme Umgebung und ein positiv soziales Umfeld. Diese Prinzipien einer natürlichen Lebensweise sind Grundlage für eine Erhaltung und eines Wiederaufbaus einer natürlichen Gesundheit. Diese ganzen Aspekte beinhalten die kompletten Bedürfnisse und nicht nur ein paar ganz spezielle des Menschen. Die bestmöglichste Gesundheit kann nicht durch, losgelöst durch die Medizin, durch Ernährung, Spiritualität oder Sport erreicht werden. Die natürliche Gesundheit bedarf der Einhaltung aller Prinzipien, welche durch die Gesetzmäßigkeiten der Natur vorgegeben werden. So sieht eine grundsätzliche Definition aus. Und ihr könnt die variieren, ihr könnt die übernehmen, wie auch immer. Und entsprechend möchte ich euch, dass ihr wirklich da, ja, dass ich euch auch dafür begeistere und auch inspiriere, über so eine Definition für euch nachzudenken und aus dieser agieren. Und niemals den Blick wirklich dann auch verliert, dass man größer denken muss, als irgendwie einem Trend zu folgen. Und auch für eine maximale Gesundheit alle Faktoren eines natürlichen Lebens mit einbeziehen muss. Die Ernährung war bei mir sogar das letzte der ganzen Faktoren, der letzte Baustein. Die, die mich schon länger verfolgen, werden noch wissen, wie ich ja, in den Videos damals auch davon immer geredet habe, dass ja, meine Ernährung so die Krone meines Lebens ist. Es zählt viel mehr dazu, zufrieden und gesund zu sein, als sich gesund zu ernähren. Es braucht alles, was von der Natur für uns bestimmt ist. Also lasst euch inspirieren von anderen, von mir, aber denkt größer und seid euch dieser großen Basis bewusst und schafft euch eine Definition für diese Basis, passend auch dazu, aber auf die Ernährung bezogen, mein Video im Rahmen der 7 Vegans Reihe zur Umstellung auf vegan. Wer dieses noch nicht gesehen hat, der kann sich das Video hier ansehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig aus dem Tunnel der Ernährung rausholen und dafür wirklich sensibilisieren, euren Blick auf das Leben als Ganzes zu richten und euch eine Basis, eine Grunddefinition zu schaffen, wie ihr Gesundheit definiert. Ja, ohne gesunde Ernährung geht es nicht, das ist klar, aber nur mit gesunder Ernährung eben auch nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder, entweder früh beim Video oder abends um 8 Uhr wieder zum Let's Talk, wo ihr euch live mit mir unterhalten könnt über Themen, die euch bewegen, euch begeistern, euch traurig machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer anruft, was die Themen sind. Macht's gut, wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.